Felix schon nach Hause gekommen? Also wenn, dann ruf mich an, ja? Egal wie spät. Danke. Sie haben vielleicht Nerven, hier aufzutauchen. Ich muss mit Ihnen reden. Was gibt's da zu reden? Er war bei mir. Kann ich reinkommen? Nein. Wo ist er? Er saß vor meiner Wohnung. Ich wollte ihn nach Hause bringen, aber er ist mir abgehauen. Verschwinden Sie, bevor ich die Polizei rufe. Bitte. Nehmen Sie mir nicht weg. Sie sollten sich mal reden hören. Verdammt nochmal, wie blind sind Sie eigentlich? Mein Sohn ist nicht schwul. Sie wissen doch überhaupt gar nicht, was Ihnen Felix vorgeht. Ich bin seine Mutter. Und ich bin kein Perverser. Ich habe ihn zu nichts gezwungen. Er ist ein Kind und Sie haben das ausgenutzt. Wann haben Sie Felix das letzte Mal angeschaut? An seinem 10. Geburtstag? Bettina, lass uns bitte allein. Aber geh bitte. Kommen Sie mit. Fehlt ihm. Er ist nicht schwul. Er vermisst seinen Vater, das ist alles. Sie sind krank. Sie stehen auf kleine Jungs, ist das nicht so? Was soll der Scheiß? Mach sowas nie wieder, ja? Spinnst du? Hast du sie angerufen? Komm, fahr nach Hause. Komm mit, Felix, komm. Komm, gib mir einen Kuss. Ich will nicht. Was soll der Scheiß? War doch so schön alles. Jetzt komm. Felix! Du hast alles kaputt Felix. Gemacht. Du Wichser, ich wollte hier nicht mit dir zusammen sein. Das kannst du sich auch verpissen. Felix, mit so Scheiße.